Herr Balser hat es Ihnen ja schon angekündigt. Ich möchte heute Thema, das ein bisschen schwerfälliger klingt, nämlich zur Rolle der Finanzstabilität für die Geldpolitik. Das klingt etwas mehr nach Feinschmeckermenü als nach Schnellrestaurant, aber alles anders als diese Analogie vielleicht nahelegt, ist das Thema eher etwas schwerer verdaulich. Und ich möchte mir alle Mühe geben, jetzt in den folgenden 40 Minuten das Thema für Sie so zuzubereiten, dass es zumindest einigermaßen. Die Einladenden haben wir ja Ihnen mehrere Gänge zu servieren. Nach dem Amuse-Gueule, das wir schon hatten von Herrn Balser, werde ich Ihnen zunächst einmal als Vorspeise sozusagen einige Ausführungen zur aktuellen Geldpolitik im Euroraum servieren. Als Hauptgericht gibt es dann Ausführungen zur Kernfrage, nämlich welchen Einfluss die Finanzstabilität auf die Geldpolitik haben sollte. Und als Dessert servieren dann die Gastgeber die Frage- und Antwortrunde, auf die ich mich schon freue. Kommen wir also zur Vorspeise. Die Finanzkrise und die nachfolgende Staatsschuldenkrise im Euroraum haben die Geldpolitik zweifelsohne vor große Herausforderungen gestellt. Der Ausnahmezustand ist in der Geldpolitik mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Vor beinahe 6 Jahren erläuterte der damalige EZB-Präsident Trichet hier, ich weiß nicht, ob es im selben Saal war, aber zumindest im Rahmen der Münchner Seminare, die Antwort des Eurosystems auf die Finanzkrise. Damals, manche von Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern, war gerade das erste Ankaufprogramm für gedeckte Schuldverschreibungen beschlossen worden. Heute setzen wir inzwischen das dritte davon um. Und Trichet hob hervor, dass diese und die weiteren unkonventionellen Maßnahmen der Geldpolitik, wie etwa die Vollzuteilungspolitik bei den Refinanzierungsgeschäften oder zusätzliche längerfristige Refinanzierungsgeschäfte und die Lockerungen des Sicherheitenrahmens, darauf abzielten, über die Wirkung massiver Zinssenkungen hinaus die Kreditvergabe der Banken anzuregen. Ein knappes Jahr später kaufte das Eurosystem dann auch Staatsanleihen, weil die Staatsschuldenkrise, die ihren Ausgang in Griechenland nahm, nach Ansicht des EZB-Rates die Wirksamkeit der Geldpolitik beeinträchtigte. In den nachfolgenden Jahren trug die europäische Geldpolitik erheblich dazu bei, eine weitere Eskalation der Krise im Euroraum zu verhindern. Der Preis dafür war aber nicht zuletzt, dass die Geldpolitik ihr Mandat bis aufs Äußerste gedehnt und insbesondere mit dem selektiven Ankauf von Staatsanleihen der Krisenländer Gefahr läuft, die Grenze zur Fiskalpolitik zu überschreiten, wie es ja zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht befürchtet. Überwunden ist die Krise im Euroraum leider immer noch nicht, wie die jüngsten Debatten um Griechenland sehr eindrucksvoll zeigen. Aber es wurden auch Fortschritte erzielt. Die Wirtschaft des Euroraums insgesamt, einschließlich der Banken, ist heute in einer besseren Verfassung als vor 3, 4 oder 5 Jahren. Die Krisenländer haben dabei beachtliche Anpassungsfortschritte erzielt, gemessen beispielsweise an den Deflatoren des Gesamtabsatzes, erhöhte sich zum Beispiel die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Portugals bis Ende 2014 um 6%, Spaniens um 9%, Irlands um 12% und die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft stieg sogar um ganze 14%. Wenngleich diese Zahlen zu einem gewissen Grad auch der Abwertung des Euro zu verdanken sind, ist auch bei einer Betrachtung der Euro-Länder zueinander eine positive Entwicklung zu beobachten, also auch unter Herausrechnung dieses Wechselkurseffektes. Die Leistungsbilanzdefizite wurden weitgehend abgebaut und im Falle Irlands sogar in einen kräftigen Überschuss verwandelt. Dass die Sparmaßnahmen und die Strukturreformen für die Menschen in den Krisenländern mit gravierenden Härten verbunden sind, steht außer Zweifel und wir sollten allen Respekt
vor diesen erbrachten Anpassungsleistungen haben. Es sollte jedoch auch klar betont werden, dass diese, und das ist vielleicht der Spagat zwischen der Süddeutschen Zeitung und Herrn Sinn, der schon angesprochen worden ist, es sollte jedoch auch klar betont werden, dass diese Anpassungen eben gleichzeitig auch unausweichlich sind. Die finanziellen Hilfen der Partnerländer erleichtern den Krisenländern die Anpassung. Sie kaufen, wie man gemeinhin sagt, Zeit. Aber nur grundlegende Reformen können die wirtschaftlichen Perspektiven der Menschen in diesen Ländern auch nachhaltig verbessern. Diejenigen, die nun der EZB oder der europäischen Politik die Schuld an der wirtschaftlichen Schwäche in den Krisenländern geben, verwechseln meines Erachtens Ursache und Wirkung. Im Übrigen beginnen die Maßnahmen auch spürbar positiv zu wirken. Für 2015 erwartet die EU-Kommission in allen Krisenländern positive Wachstumsraten und rückläufige Arbeitslosenquoten. Inwieweit diese Prognose noch für Griechenland aufrechterhalten werden kann, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Und insofern wäre es auch tragisch, wenn Griechenland im Anpassungsprozess jetzt aufgeben würde und das Erreichte aufs Spiel setzt. Eine Nebenwirkung dieser wirtschaftlichen Anpassungsprozesse ist der nachlassende Preisdruck. Das ist sozusagen das Spiegelbild der zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit. Dass die Inflationsrate im gesamten Euroraum zuletzt sogar aber in den negativen Bereich gerutscht ist, das ist freilich auf eine ganz andere Entwicklung zurückzuführen, nämlich den drastischen Verfall der Energiepreise, insbesondere natürlich des Rohölpreises. Im Ökonomenjargon würden wir sagen, die niedrige Inflation ist Folge eines positiven Angebotsschocks. Im allgemeinen Sprachgebrauch, Schock ist ja gemeinhin etwas, was eher als negativ empfunden wird, in der Ökonomie steht er dagegen zunächst einmal relativ wertneutral für eine unerwartete Änderung von exogenen, also nicht beeinflussbaren Faktoren, und der Ölpreis ist zweifelsohne eine ganz zentrale Einflussgröße in der Konjunktur- und Preisentwicklung. Übrigens, um noch einmal Bezug zu nehmen auf das Seminar mit Jean-Claude Trichet, einen Monat vor Jean-Claude Trichets Münchner Seminarrede war die Inflationsrate im Euroraum ebenfalls in den negativen Bereich gefallen. Der damalige EZB-Präsident Jean-Claude Trichet führte dies ebenfalls auf einen starken Ölpreisrückgang zurück und betonte, dass es sich, ich zitiere, eine willkommene Entwicklung handele, die reale Einkommenssituation der privaten Haushalte verbessere. Einen Grund zur Beunruhigung sah er darin jedenfalls nicht, zumal sich ja die langfristigen Inflationserwartungen seinerzeit stabil verankert zeigen, im Einklang mit der Stabilitätsmarke von 2%. Dagegen sind einige Maße für langfristige Inflationserwartungen in den letzten Monaten spürbar gesunken. Und es ist klar, je länger die Phase extrem niedriger Inflationsraten andauert, desto größer wird natürlich auch das Risiko von Zweitrundeneffekten, also beispielsweise sinkenden Löhnen, die wiederum weiteren Preisdruck nach unten ausüben würden. Und je länger die Geldpolitik ihr Ziel verfehlt, desto eher könnte natürlich auch ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel geraten. Vor diesem Hintergrund befand sich der EZB-Rat fraglos in einer sehr schwierigen Lage, als er im Januar darüber beriet, ein Programm umfangreicher Staatsanleihenkäufe zu beschließen. Und wie Sie wissen, hat der EZB-Rat mehrheitlich beschlossen, Staatsanleihen zu kaufen, und vor etwa 2 Wochen haben die Käufe durch die Notenbanken des Eurosystems dann auch tatsächlich begonnen. Forderungsbesicherte Wertpapiere, sogenannte Asset-Backed Securities und gedeckte Schuldverschreibungen, in Deutschland besser bekannt unter dem Namen Pfandbriefe, werden bereits seit Herbst 2014 gekauft. Das Ziel dieser Wertpapierkäufe im Volumen von 60 Milliarden pro Monat besteht letztlich darin, die Geldpolitik noch expansiver auszurichten und Inflationsraten wieder in Richtung der Definition von Preisstabilität zu bewegen, die Inflationsraten also steigen zu lassen. Das mag für manchen von Ihnen genauso paradox klingen,
wie wenn die Bundesregierung die Bevölkerung zu mehr Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung auffordern würde. Schließlich ist es doch nach landläufiger Meinung genau die Aufgabe der Geldpolitik, die Inflation zu bekämpfen und nicht sie zu fördern. Und das stimmt, die vorrangige Aufgabe des Eurosystems besteht darin, Preisstabilität zu gewährleisten. Es gibt aber eine Reihe von guten Gründen, weshalb eine Notenbank eine geringfügig positive Inflationsrate anstrebt und eben keine Inflationsrate von Null. So gibt es Ungenauigkeiten in der statistischen Messung von Inflation. Höhere Preise können schließlich auch Folge von Qualitätsverbesserungen sein, die nur mit sehr großem Aufwand auch in der Preisstatistik erfasst werden können. Am offensichtlichsten ist das bei Computern, die werden jedes Mal schneller, die Arbeitsspeicher werden immer höher, die Rechnerleistung nimmt zu, trotzdem kosten sie im Wesentlichen immer das Gleiche. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich jedes Mal mache, wenn ich in einen Elektronikmarkt gehe. Aber das ist natürlich jedes Mal ein anderes Produkt und diese Qualitätsänderungen, die müssen in der Preismessung berücksichtigt werden. Und es passiert auch zunehmend durch sogenannte hedonische Preismessungsmethoden. Das Problem nimmt also in seiner Bedeutung über die Zeit ab. Darüber hinaus läuft eine Geldpolitik, die auf Nullinflation zielt, Gefahr, häufiger an die Nullzinsgrenze zu stoßen. Das ist ja eines der geldpolitischen Probleme, mit denen wir uns derzeit auseinandersetzen müssen. Sie hat gewissermaßen zu wenig Wasser unter dem Kiel, wenn sie mit einer Zinssenkung konjunkturfördernd auf einen negativen Nachfrageschock reagieren möchte. Und zudem besteht gerade innerhalb der Währungsunion das Problem, dass sich die Wirtschaft in den Euro-Ländern sehr unterschiedlich entwickelt. Die Konjunkturzyklen sind nicht synchronisiert. Die Inflation ist auch nicht in allen Ländern gleich. Würden wir auf eine Inflationsrate von Null zielen, im Durchschnitt des Euro-Raums, dann gäbe es praktisch immer Länder, die negative Inflationsraten aufweisen würden. Und wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass Verbesserungen der preislichen Wettbewerbsfähigkeit durch reale Lohnsenkungen ohne Inflation sehr schwer möglich sind. Negative Lohnwachstumsraten sind sehr schwer zu verhandeln. Etwas Inflation erleichtert daher die wirtschaftlichen Anpassungsprozesse. Der EZB-Rat definiert Preisstabilität deshalb seit dem Jahr 2003, was ja schon auch anzeigt, dass sich diese Definition über die Zeit auch ändern können, so, dass er anstrebt, die durchschnittliche Teuerungsrate im Euroraum mittelfristig unter, aber nahe 2% zu halten. Übrigens, auch die Bundesbank ging bei der Ableitung ihrer Geldmengenziele, manche von Ihnen erinnern sich vielleicht noch daran, von einem normativen Preisanstieg von 2% aus, die allerdings in der mittleren Frist, das, was allerdings als die in der mittleren Frist maximal zu tolerierende Inflationsrate aufzufassen war, also ein bisschen anders definiert war. Unabhängig aber von der konkreten Quantifizierung ist es für die Notenbank und ihre Glaubwürdigkeit wichtig, dass sie darlegen kann, dass sie ihr Ziel mittelfristig auch erreicht, beziehungsweise effektive Maßnahmen ergreift, um dieses Ziel auch zu erreichen. In der Diskussion um Staatsanleihenkäufe im Rahmen eines breit angelegten Programms zur sogenannten quantitativen Lockerung habe ich dennoch eine skeptische Haltung eingenommen. Die niedrige Teuerung im Euroraum ist nämlich primär Folge der gesunkenen Energiepreise. Und diese sollten die Inflationsrate nur vorübergehend dämpfen und sie entfalten eben auch einen merklichen konjunkturellen Stimulus im Eurogebiet, denn die Euro-Länder sind ja per Saldo nette Importeure von Öl. Am Ende ist das nichts anderes als ein Einkommenstransfer von den erdölexportierenden Ländern zu den erdölimportierenden Ländern. Also wirkt dieser Ölpreisrückgang für uns wie ein kleines Konjunkturprogramm und auch noch eins dazu, das vom Ausland finanziert wird. Wenn ich richtig die Pressemeldungen verfolgt habe, haben Sie das, Herr Sinn, heute Morgen ganz ähnlich dargestellt. Kaufkraft der Verbraucher steigt, die Kosten der Unternehmen sinken und das fördert natürlich die konjunkturelle Entwicklung. Entsprechend erwartet der EZB-Stab für dieses Jahr ein Wachstum im Euroraum von 1,5 und von 1,9% im nächsten Jahr. Das ist also weit weg von einer abwärtsgerichteten Deflationsspirale. Die Inflationsrate wird im Jahr 2015 0% betragen, aber wohl im nächsten Jahr schon wieder
bei 1,5% liegen. Und in dieser Projektion drücken sich natürlich zu einem Teil auch die Erwartungen an die Wirkung der bereits beschlossenen geldpolitischen Maßnahmen aus. Ich lese aus den jüngsten Entwicklungen der Daten und der Projektion aber eher eine Bestätigung für meine zurückhaltende geldpolitische Haltung. Trotz der leicht negativen Inflationsraten sehen wir keine Deflationsspirale aus sinkenden Preisen und Löhnen. Die Gefahr einer sich selbst verstärkenden Deflation ist also nach wie vor als sehr gering einzuschätzen. Hinzu kommt, dass die langfristigen Inflationserwartungen entsprechend der verfügbaren Umfragedaten immer noch verankert sind. Verglichen mit Sommer 2009, als Jean-Claude Trichet hier sprach und die Inflationsrate kurz zuvor in den negativen Bereich gefallen war, sind sie nur geringfügig niedriger. Und die etwas deutlicheren Rückgänge bei den marktbasierten Erwartungen sind im gegenwärtigen Umfeld eben nicht automatisch gleichzusetzen mit niedrigeren Inflationserwartungen. Ihnen können sich beispielsweise auch Risikoprämien ausdrücken, eine Aversion gegenüber Deflation, die die Diskussion darüber auch selbst befördern kann. Und interessanterweise sind die auf Finanzmarktdaten basierenden Inflationserwartungen in jüngerer Zeit auch in den USA zurückgegangen, trotz der dortigen Anleihekäufe, könnte man anfügen. Mittelfristig ist also mit einem Wiederanstieg der Inflationsrate zu rechnen. Das zeigen eben nicht nur die Prognosen des EZB-Stabs. Insgesamt wäre es aus meiner Sicht also nicht erforderlich gewesen, die Geldpolitik durch das breit angelegte Staatsanleihenkaufprogramm weiter zu lockern. Sie war ja auch davor schon sehr expansiv ausgerichtet. Und das gilt umso mehr, als der Kauf von Staatsanleihen in der Währungsunion mit ganz spezifischen Risiken einhergeht, weshalb er eben kein geldpolitisches Instrument wie jedes andere ist. Zwar wurden in dem nun beschlossenen Ankaufprogramm einige Bedenken, die in Verbindung mit den beiden vorangegangenen Programmen aufgekommen waren, Rechnung getragen. So unterliegt beispielsweise nur ein kleiner Teil des Programms der Risikoteilung zwischen den Notenbanken des Eurosystems. Und es gibt auch Obergrenzen, die sicherstellen sollen, dass sich die Staaten auch weiterhin im Wesentlichen über die Kapitalmärkte finanzieren. Durch den weitgehenden Ausschluss der Risikoteilung wird anders als bei den vorhergehenden Staatsanleihenkaufprogrammen den unmittelbaren Gefahren einer Vergemeinschaftung von staatlichen Kreditrisiken immerhin entgegengewirkt. Oder wie Hans-Werner Sinn es kürzlich ausdrückte, ich zitiere, die Risiken für die Bundesrepublik wurden wirksam verringert, ohne den Möglichkeitsraum für die Geldpolitik der EZB einzuschränken. Das Risiko einer zunehmenden Verquickung, einer zunehmenden Vermengung von Geldpolitik und Fiskalpolitik mit all ihren Folgen bleibt jedoch auch bei diesem Programm bestehen. Denn am Ende der Käufe werden die Staaten einen sehr bedeutenden Teil ihrer Schulden sehr günstig durch die Notenbanken finanzieren, ohne dass die Finanzierungskosten nach dem Risiko des jeweiligen Staates differenziert würden. Die Marktdisziplinierung der Staatsfinanzen wird also erheblich geschwächt. Wenn sich die Mitgliedstaaten an diese Finanzierungsbedingungen gewöhnen sollten, könnte dies dazu führen, dass ihre Motivation für weitere Konsolidierungs- oder Reformmaßnahmen deutlich abnimmt. Das könnte dann langfristig auch die Fähigkeit der Geldpolitik beeinträchtigen, Preisstabilität zu erreichen. Und dieses Risiko, zusammen mit anderen Risiken, die ich im Anschluss noch erwähnen werde, ist letztlich gegen das Risiko abzuwägen, dass eine Phase zu langer, zu niedriger Inflation der Glaubwürdigkeit der Geldpolitik schadet. Und hier komme ich in der Abwägung eben zu einem anderen Ergebnis als die meisten Kollegen im EZB-Rat, weil ich glaube, dass eine Geldpolitik der ruhigen Hand im Falle eines Ölpreiseinbruchs durchaus begründbar ist. So wie dies 2009 war und so wie dies zum Beispiel auch die amerikanische Federal Reserve oder die Bank of England auch heute tun. Meine Damen und Herren, die Krise hat der Geldpolitik indes nicht nur schwierige Abwägungsentscheidungen abverlangt,
Sie hat auch das hergebrachte geldpolitische Paradigma in Frage gestellt, also das, wovon wir glaubten, uns einig zu sein. Und damit komme ich in unserer Menüfolge des heutigen Abends gewissermaßen zum Hauptgericht, nämlich den Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Finanzstabilität. Vor der Krise verfolgten die Notenbanken der Industrieländer zwar keine einheitliche geldpolitische Strategie, es bestand jedoch weitgehend Einigkeit darin, dass die Sicherung von Preisstabilität das vorrangige Ziel der Geldpolitik sein sollte. Dabei verwenden diese Notenbanken zur Messung der Preisstabilität alle leicht unterschiedliche Indikatoren, zielen inzwischen aber praktisch alle auf Raten von mehr oder weniger 2%. Keine Notenbank in einem Industrieland strebt eine Nullinflation an. Notenbanken von Transformationsschwellen und Entwicklungsländer zielen in der Regel auf deutlich höhere Preissteigerungsraten. Und obwohl also eher die Wahrnehmung eines Abwertungswettlaufes manchen öffentlichen Diskussionsbeitrag prägt, gibt es also auch durchaus Aspekte einer gewissen geldpolitischen Konvergenz, was beispielsweise diese Zieldefinition angeht. Das mag man jetzt so oder so bewerten, aber zumindest gibt es da eine gewisse Gemeinsamkeit. Ein weiteres Element des Vorkrisenkonsenses ist sicherlich die Unabhängigkeit der Notenbanken. Nach einem langen und pathologischen Lernprozess wurden Notenbanken nach und nach von politischer Bevormundung oder Lenkung durch die Regierungen befreit. Westdeutschland hatte in diesem Zusammenhang zum einen das Glück, dass die Alliierten dem Notenbanksystem ein sehr hohes Maß an Unabhängigkeit gewissermaßen in die Wiege legten. Und dahinter standen ja, wie Sie wissen, weniger geldtheoretische als eher politisch-historische Gründe. Und zum anderen das Glück, dass erst die Bank Deutscher Länder und später die Bundesbank die ihr verliehene Unabhängigkeit für die Stabilität des Geldwertes zu nutzen wusste. Unabhängigkeit ist ein Schutz vor politischer Einflussnahme, den die Notenbank zum einen auch nutzen muss, zum anderen auch durch eine Begrenzung ihres Mandats begründen muss. Sonst ist die Unabhängigkeit nicht vereinbar mit dem Demokratieprinzip. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Bundesbank dies tun konnte, war der Rückhalt in der deutschen Bevölkerung. Der Rückhalt in der deutschen Bevölkerung, die Überzeugung, dass Geldwertstabilität ein hohes Gut ist, das es zu schützen gilt. Ohne diese Unterstützung tut sich sicherlich auch eine unabhängige Notenbank sehr schwer. Und deswegen hat Ottmar Issing ja einmal formuliert, jede Gesellschaft hat letztlich die Inflationsrate, die sie will und die sie auch verdient. Pathologisch war der Lernprozess insofern, als Länder mit politisch gelenkten Notenbanken insbesondere in den 70er Jahren bei schlechterer wirtschaftlicher Performance zum Teil deutlich höhere Inflationsraten als zum Beispiel Deutschland oder die Schweiz hatten, deren Notenbank bereits ebenfalls unabhängig war. Die durchschnittliche Inflationsrate in den 70er Jahren lag in Deutschland und der Schweiz zwar bei recht hohen 5%, Länder ohne unabhängige Notenbank hatten zu jener Zeit aber noch deutlich höhere Teuerungsraten, Großbritannien zum Beispiel 13%, Italien 14% oder Spanien 15%. Und richtig eindrucksvoll wird das erstmal, wenn man sich durchrechnet, mit welchem Kaufkraftverlust eine solche Inflationsrate verbunden ist. Diese Durchschnitte, die galten über dieses entsprechende Jahrzehnt und über ein Jahrzehnt gerechnet führt eine Inflationsrate von 15% dazu, dass sich die Kaufkraft des Geldes viertelt. Sie können also am Ende dieses Zeitraumes nur noch ein Viertel dessen kaufen, was Sie am Anfang haben kaufen können. Dass Notenbanken unabhängig und vorrangig für Geldwertstabilität zuständig sein sollten, wurde eben auch durch eine wissenschaftliche Literatur untermauert, die genau zu dieser Zeit auch entstanden ist. Diese zunehmende wissenschaftliche Durchdringung der Geldpolitik hat zudem auch die Erkenntnis gebracht, dass die Wirksamkeit der Geldpolitik von der Transparenz ihrer Entscheidungen positiv beeinflusst wird. Notenbanken sind deshalb heutzutage wesentlich transparenter in ihrer Kommunikation als noch vor 2-3 Jahrzehnten. Dass Notenbanken wie die EZB es zum Beispiel seit ihrer
Gründung regelmäßig im Anschluss an geldpolitische Sitzungen Pressekonferenzen abhalten, um ihre Entscheidungen auch ausführlich zu erläutern, ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Das hat es früher auch nicht gegeben. Die neueste Entwicklung in diesem Zusammenhang ist die Veröffentlichung der sogenannten Accounts, also ausführlicher schriftlicher Zusammenfassungen der geldpolitischen Diskussionen des EZB-Rats, in denen eben auch die Bandbreite der verschiedenen Argumente zum Ausdruck kommt und die durchaus auch helfen, Erwartungen zu beeinflussen. Ein weiterer Aspekt der Geldpolitik, bei dem sich die Notenbanken vor der Krise im Wesentlichen einig waren, ist die Frage, wie mit Vermögenspreisblasen umzugehen ist. Wie ich bereits erwähnte, orientieren sich die Notenbanken bei ihren Stabilitätszielen an unterschiedlichen Indikatoren. Gemeinsam ist diesen Indikatoren aber, dass es sich in der Regel um Verbraucherpreisindizes handelt. Die Preise von Vermögensgütern wie zum Beispiel Aktien, Immobilien oder auch Gold werden in diesen Verbraucherpreisindizes nicht berücksichtigt. Gleichwohl hat die Entwicklung dieser Vermögenspreise durchaus Einfluss auf die Entwicklung der Verbraucherpreise. Deutlich wird dies am Beispiel Immobilien. Steigende Immobilienpreise schlagen sich früher oder später in steigenden Mieten nieder und die gehen mit einem hohen Gewicht in den Verbraucherpreisindex ein. Steigende Immobilienpreise können aber auch indirekt, zum Beispiel über Vermögenseffekte und eine höhere Konsumnachfrage, auf den Verbraucherpreisindex wirken. So unterschiedlich die einzelnen Vermögensgüter sein können, ist ihnen gemein, dass es auf den entsprechenden Märkten zu spekulativen Übertreibungen kommen kann, welche man gemeinhin als Blasen bezeichnet. Zum Vorkrisenkonsens der Geldpolitik gehörte auch die Ansicht, dass die Geldpolitik gar nicht erst versuchen sollte, solche Vermögenspreisblasen anzustechen und ihnen die Luft rauszulassen. Alan Greenspan, mit dessen Namen diese Haltung insbesondere verbunden wird, sagte zum Beispiel im Jahre 2002, die Vorstellung, dass sich die Blase Ende der 90er Jahre mit gut getimten, schrittweisen Zinserhöhungen hätte verhindern lassen, ist sicherlich eine Illusion. Das drückt diesen Vorkrisenkonsens sehr gut aus. Gegen eine gezielte Steuerung von Vermögenspreisen sprach nach dieser Sichtweise nicht zuletzt, dass Notenbanken letztlich auch nicht besser als die Finanzmärkte beurteilen können, ob steigende Vermögenspreise als fundamental gerechtfertigt oder als spekulative Übertreibungen einzustufen sind. Stattdessen sollte sich die Geldpolitik darauf beschränken, gewissermaßen die Scherben aufzukehren, wenn es an den Finanzmärkten wieder einmal gekracht hatte. Sprich, wenn eine Vermögensblase platzte, reagierte die Geldpolitik mit massiven Zinssenkungen, um die realwirtschaftlichen Auswirkungen zu dämpfen. So zum Beispiel, als die New Economy Blase an den Aktienmärkten platzten und die Federal Reserve den Leitzins innerhalb eines Jahres, nämlich des Jahres 2001, von 6,5% auf 1,75% gesenkt hat. Die Geldpolitik in den Industrieländern hat sicherlich dazu beigetragen, dass in den 80er Jahren eine Ära begann, die von Makroökonomen gemeinhin als Great Moderation bezeichnet wird, also eine langanhaltende Periode mit relativ geringen Konjunkturschwankungen und niedriger Inflation. Was lange Zeit allerdings wenig Beachtung fand, die Ära der Great Moderation war am Ende mit einem starken Anstieg der Vermögenspreise und auch der Verschuldung verbunden. Und im Nachhinein muss man wohl feststellen, die Geldpolitik hat mit dazu beigetragen, weil sie offenbar der Fehleinschätzung unterlag, das Goldlöckchen-Szenario der Great Moderation in die Zukunft fortschreiben zu können. Doch offenkundig hat die Geldpolitik auch falsche Anreize für die Entwicklung der Vermögensmärkte gesetzt. Die Notenbanken konnten in den Jahren vor der Krise mit relativ niedrigen Zinssätzen die Verbraucherpreissteigerungen niedrig halten und dabei half ihnen die vorher erarbeitete Reputation, aber auch der Rückenwind durch die Globalisierung. Billigimporte aus dem asiatischen Raum haben die Preise gedrückt in dieser Phase, und zwar deutlich gedrückt. Die günstigen Finanzierungsbedingungen hatten indes eben auch gravierende Nebenwirkungen. Im Zusammenspiel mit einer zu laxen
Bankregulierung führten sie in einigen Ländern zu Überinvestitionen im Wohnungsbau und zu spekulativen Preisblasen an den Immobilienmärkten. Die alte Börsenweisheit, die Huss, nährt die Huss, ist eben auch am Immobilienmarkt zu beobachten. Irgendwann manifestieren sich aber eben dann Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen Preise und schon sehr kleine Ereignisse können die Blase dann zum Platzen bringen. Und dann ist es ein bisschen wie im Märchen von Hans Christian Andersen, wo alle des Kaisers neue Kleider bewundern, bis ein kleines Kind eben feststellt, aber der Kaiser hat ja gar nichts an und dann das ganze Volk schreit, genau, er hat ja gar nichts an. So ein bisschen ist es bei den Vermögensmärkten auch. Vor dem Hintergrund der geplatzten Hauspreisblasen, zum Beispiel in den USA, in Irland oder Spanien, sorgen sich nicht wenige, dass nun auch Deutschland spekulative Übertreibungen am Immobilienmarkt zu befürchten hat, die irgendwann ein jähes Ende nehmen und zu einem bösen Erwachen führen könnten. Eine Immobilienblase, die die Stabilität des gesamten Finanzsystems gefährdet, beobachten wir derzeit aber nicht. Die Preise für Wohnimmobilien sind in Deutschland in den letzten Jahren zwar sehr deutlich gestiegen, der Preisanstieg konzentriert sich aber vor allem auf die Städte. Insbesondere in den großen Städten wie zum Beispiel München, also ich denke mal, jeder von Ihnen hat bessere Anschauungsbeispiele als ich aus dem Rheingau. Berechnungen der Bundesbank zeigen aber oder legen nahe, dass es in den Städten inzwischen deutliche Überbewertungen gibt. Wir gehen davon aus, dass die Preise von Wohnimmobilien zwischen 10% und 20% über den Werten liegen, die sich fundamental durch unsere Modelle erklären lassen. In den angesagten Vierteln der Stadt, der Städte dürfte diese Überbewertung sicherlich noch ausgeprägter sein. Man sollte aber eben nicht von diesen Innenvierteln auf den Rest der Republik schließen. Für Deutschland als Ganzes ist nach wie vor keine substanzielle Überbewertung von Wohneigentum erkennbar. Und im vergangenen Jahr hat sich die Preisdynamik auch wieder merklich abgeschwächt. Hier macht sich eben auch die jüngste Ausweitung der Bautätigkeit bemerkbar, also ein Anstieg des Angebots. Eine gefährliche Immobilienblase liegt in Deutschland aber auch deswegen nicht vor, weil zwei wichtige Zutaten fehlen, nämlich zum einen ein kräftiges Kreditwachstum und zum anderen ein steigender Verschuldungsgrad. Wenn spekulative Übertreibungen am Immobilienmarkt mit steigender Verschuldung der privaten Haushalte einhergehen, droht bei einem Einbruch der Preise eine Überschuldung und das gilt umso eher, je niedriger das Eigenkapital der Hauseigentümer ist. Aus einer Krise am Immobilienmarkt kann sich dann schnell eine Banken- und Finanzkrise entwickeln, so wie wir es eben auch bei den genannten Ländern gesehen haben. In Deutschland sehen wir aber erstens kein besonders dynamisches Kreditwachstum. Zwar hat sich die Jahreswachstumsrate der Wohnungsbaukredite in den letzten Jahren erhöht. Mit 2,5% ist sie aber immer noch vergleichsweise niedrig und das bei Bauzinsen, die so gering sind wie nie zuvor. Und zweitens sind die meisten Banken bei der Kreditvergabe nach wie vor eher konservativ. Die Vergabestandards, wie wir das nennen, wurden nicht gelockert und die Eigenmittelanteile sind im Schnitt immer noch recht hoch. Eine Sonderumfrage der Bundesbank, die wir im Winterhalbjahr 2013/14 durchgeführt haben, zeigt allerdings einen relativ hohen Anteil von sogenannten Hochausläufern in großen Städten. Und das sind Immobilienkredite, bei denen die Kreditsumme den Beleihungswert übersteigt, die also aus Finanzstabilitätsgesichtspunkten durchaus problematischer zu sehen sind. Und insofern ist auch eine gewisse Anfälligkeit von Banken gegenüber einem Preiseinbruch am Immobilienmarkt durchaus gegeben. Zusammenfassend kann man also zum deutschen Immobilienmarkt sagen, Wachsamkeit ist durchaus angebracht, Alarmismus ist sicherlich fehl am Platze, Kreditnehmer und Kreditgeber sind aber auf jeden Fall gut beraten, am konservativen Standards festzuhalten. Am Beispiel des Immobilienmarkts lässt sich anschaulich zeigen, wie die Geldpolitik die Vermögenspreisentwicklung beeinflusst. So hat eine ökonometrische Analyse der Bundesbank gezeigt, dass die Preise für Wohnimmobilien im Jahre 2014 im Schnitt 3,5% höher lagen
als in einem Szenario, in dem die Hypothekenzinsen auf dem Niveau von 2009 geblieben werden. Das haben wir gemacht, um ein bisschen den Einfluss der Geldpolitik abschätzen zu können. Und die Krise wiederum hat gezeigt, wie Finanzinstabilität auch auf die Geldpolitik wirken kann. Vor dem Hintergrund der Stabilitätsrisiken, die von Korrekturen auf Vermögensmärkten ausgehen können, ist daher zu überdenken, wie solche Risiken zukünftig geldpolitisch berücksichtigt werden sollen. Das ist gewissermaßen die Gretchenfrage der zukünftigen Geldpolitik. Wie hältst du es mit der Finanzstabilität? Die Bundesbank, zunächst mal muss man vielleicht sagen, was ist überhaupt Finanzstabilität? Das ist ja ein etwas schillernder, auch etwas komplexer Begriff. Die Bundesbank definiert Finanzstabilität als die Fähigkeit des Finanzsystems, seine zentralen gesamtwirtschaftlichen Funktionen zu erfüllen und dies gerade auch in Stresssituationen oder Umbruchphasen. Finanzstabilität ist damit konzeptionell wesentlich vielschichtiger als Preisstabilität, die ja durch einen einzelnen Index gemessen werden kann, nämlich den Index der Verbraucherpreise. Finanzstabilität profitiert von Preisstabilität, aber Preisstabilität ist eben, wie wir in der Krise gesehen haben, auch keine hinreichende Voraussetzung für Finanzstabilität. Und zugleich erleichtert Finanzstabilität die Gewährleistung von Preisstabilität, was ja auch eine wichtige Lehre der Krise ist. Wir haben es also mit unterschiedlichen Zielen, aber nicht mit voneinander unabhängigen Zielen zu tun. Wer soll sich aber um die Finanzstabilität kümmern, wenn die Geldpolitik bereits den Auftrag hat, für die Preisstabilität zu sorgen? Und hier gibt es jetzt in der geldpolitischen Diskussion ein ganzes Spektrum an Vorschlägen, das von der Zuweisung der Finanzstabilität an ein eigenes Politikfeld bis zur Formulierung der Finanzstabilität als eigenständiges Ziel der Geldpolitik reicht. Also neben der Preisstabilität würde die Geldpolitik dann ein duales Mandat erhalten, bei dem Finanzstabilität als ebenbürtig zur Preisstabilität aufgeführt wäre. Wie die Krise klar gezeigt hat, ist es zur Sicherung der Finanzstabilität eben nicht ausreichend, mittels bankaufsichtlicher Methoden die Stabilität einzelner Finanzinstitute zu überwachen. Wer so die Finanzstabilität zu sichern glaubt, der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder wie Janet Yellen es kürzlich ausdrückte, vor der Krise schauten wir uns genau die Bäume an und nicht so genau, wie wir es hätten tun sollen, den Wald. Finanzstabilitätspolitik muss daher, um im Bild zu bleiben, den Wald in den Blick nehmen, sprich das Finanzsystem insgesamt. Und ein Wald ist auch mehr als die Summe der einzelnen Bäume. Ein Wald besteht aus der Interaktion der verschiedenen Pflanzen, aus Flora und Fauna, also insofern etwas komplexer als das Zusammenzählen der einzelnen Bestandteile. Als Konsequenz aus der Krisenerfahrung wurde daher ein Politikfeld etabliert, das es vor der Krise überhaupt nicht gab. In einem Zeitungsartikel war dazu zu lesen, ich zitiere, es war nicht die SZ im Übrigen, ein fürchterlicher Begriff ist in Fachkreisen seit dem Ausbruch der Finanzkrise in Mode gekommen. Makroprudentielle Aufsicht. Was steckt also hinter diesem furchtbaren Begriff, der meines Erachtens eben gerade keine Modeerscheinung ist? Das Adjektiv prudentiell, das sich vom englischen prudence oder lateinisch prudentia, der Umsicht, der Klugheit ableitet, steht für die Regulierung oder die Aufsicht betreffend. Und in Verbindung mit der Vorsilbe Makro taucht dieser Begriff erstmals 1986 auf in einer Publikation der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der BITS in Basel. Aber so richtig Karriere hat dieser Begriff erst in der Krise gemacht. Im Gegensatz zur mikropotentiellen Aufsicht, die auf die einzelnen individuellen Institute, also gewissermaßen die einzelnen Bäume schaut, hat die makropotentielle Aufsicht den ganzen Wald im Blick, also die Funktionsfähigkeit des gesamten Finanzsystems. Makropotentielle Politik zielt mithin darauf ab, die Stabilität des Finanzsystems als Ganzes mit den Instrumenten der Regulierung und der Aufsicht zu sichern. Als Reaktion auf die Finanzkrise wurde beschlossen, dass die Banken zukünftig beispielsweise mehr und besseres Eigenkapital vorhalten müssen. Das unter dem Namen Basel III bekannte Regelwerk beschreibt, wie viel Eigenkapital Banken in Abhängigkeit von ihren Bilanzrisiken vorhalten müssen. Je größer das Risiko, desto höher das Mindesteigenkapital. Das ist zumindest die vereinfachte Grundregel.
Gleichzeitig wurde aber auch die Möglichkeit eingeführt, dass Banken zusätzliche Kapitalpuffer auferlegt bekommen, falls dies aus Sicht der Finanzstabilität notwendig sein sollte. Mit dem sogenannten antizyklischen Kapitalpuffer können Banken dazu angehalten werden, zusätzliches Eigenkapital zu bilden, wenn ein gesamtwirtschaftlich exzessives Kreditwachstum zu einem systemischen Risiko beitragen kann. Hier wird also ein Instrument der Bankenregulierung verwendet, um die Stabilität des Finanzsystems zu sichern. Es gibt auch eine ganze Reihe von neuen institutionellen Strukturen für die makropotentielle Aufsicht auf europäischer und auch auf nationaler Ebene. So ist bei der EZB der Europäische Ausschuss für Systemrisiken, ESRB, angesiedelt, dessen zentrale Aufgabe die Früherkennung von Risiken im europäischen Finanzsystem ist. Im Jahre 2013 trat in Deutschland das Finanzstabilitätsgesetz in Kraft, das die Aufgabe der makropotentiellen Aufsicht dem Ausschuss für Finanzstabilität übertrug. In diesem Ausschuss, AFS abgekürzt, gehören Vertreter der Bundesbank, des Finanzministeriums, der BaFin und der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung an. Und er gibt Warnungen und Empfehlungen ab, die dann politisch umgesetzt werden müssen. Der AFS beschäftigt sich zum Beispiel anhand von Analysen der Bundesbank mit den Risiken, die vom Immobilienmarkt für die Finanzstabilität ausgehen, und prüft derzeit, welche konkreten Instrumente zusätzlich geschaffen und ausgestaltet werden sollten, um falls nötig vorbereitet zu sein. Hier geht es zum Beispiel darum, die Rechtsgrundlage für eine Begrenzung des Fremdkapitalanteils bei Immobilienfinanzierung zu schaffen. Der Werkzeugkasten dieser neuen Aufgabe, dieser makropotentiellen Aufsicht, der muss also jetzt bestückt werden. Nochmal, angesichts der eben geschilderten Risikoeinschätzung ist der Einsatz dieser Instrumente derzeit nicht erforderlich. Wenngleich die Entwicklung makropotentieller Instrumente noch Work in Progress ist, also noch andauert, stellt sich die Frage, ob die Geldpolitik damit aus der Verantwortung für die Finanzstabilität entlassen werden kann. Und meine Antwort auf diese Frage lautet nein. Denn geldpolitische und makropotentielle Maßnahmen können zwar einander ergänzen, sie können aber auch in einen Konflikt miteinander geraten. Der Forschungsdirektor der bereits erwähnten Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Shin, beschreibt einen solchen Konflikt, wenn er sagt, ich zitiere, es gibt, gelinde gesagt, eine gewisse Spannung zwischen einer expansiven Geldpolitik und einer restriktiven makropotentiellen Politik. Die makropotentielle Politik wirkt, indem sie etwa die Kreditvergabe und das Eingehen von Risiken zu beschränken versucht, vor allem über die Banken. Eine expansive Geldpolitik dagegen zielt explizit auf mehr Kredit und mehr Risikobereitschaft und hat einen breiteren Einfluss auf die Finanzmärkte. Im Falle des Euroraums ist es freilich als Vorteil der makropotentiellen Politik anzusehen, dass mit ihr nationalen Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden kann, die mit einer einheitlichen Geldpolitik ja überhaupt nicht adressiert werden können, die ja für den Euroraum insgesamt passen muss. Egal also ob Absicht oder Nebenwirkung, Geldpolitik beeinflusst den Risikoappetit der Finanzmarktteilnehmer und damit auch die Finanzstabilität. Nehmen wir den Fall einer expansiven Geldpolitik, haben Anleger bestimmte nominale Renditeerwartungen, werden sie veranlasst, bei niedrigen Marktzinsen ein höheres Risiko einzugehen, und das ist das, was wir mit der Jagd nach Rendite umschreiben. Zudem beeinflusst die Geldpolitik auch die Risikoneigung der Finanzmarktteilnehmer, wenn sie unterschiedlich, also asymmetrisch, wie vorhin beschrieben, auf Kurssteigerungen und Kursrückgänge an den Finanzmärkten reagiert. Dann wirkt Geldpolitik nämlich ganz ähnlich wie eine Versicherung gegenüber adversen, negativen Entwicklungen an den Finanzmärkten, und wie alle anderen Versicherungen auch, kann das zu einem Problem mit moralischem Risiko führen. Dann gehen die Finanzmarktteilnehmer nämlich übermäßige Risiken ein, weil sie am Ende für die Folgen nicht gerade stehen können, sondern andere damit belasten können. Je nachdem, für wie bedeutsam man diesen Risikoneigungskanal hält, kommt man auch zu ganz unterschiedlichen Sichtweisen, in welchem Verhältnis die Geldpolitik und die makropotentielle Politik zueinander stehen sollten. Entsprechend einer eher idealisierten Sichtweise sollten die Aufgabenbereiche der beiden Politikfelder klar
voneinander getrennt sein. Getrennte Ziele, getrennte Instrumente. Und diese Sicht, das ist die alte Tinbergen-Regel, diese Sicht misst dem Risikoneigungskanal eine eher geringe Bedeutung bei. Auch nach einer erweiterten Sichtweise sollte die makroprudentielle Politik gewissermaßen die erste Verteidigungslinie gegen Risiken für die Finanzstabilität sein. Da Risiken für die Finanzstabilität allerdings alleine mit diesen Instrumenten wahrscheinlich nicht beseitigt werden können, sollte die Geldpolitik ihren zeitlichen Horizont verlängern und die längerfristigen Wirkungen finanzieller Ungleichgewichte auf die Preisstabilität mit in den Blick nehmen, um dauerhaft Preisstabilität gewährleisten zu können. Da ist also die Berücksichtigung der Finanzstabilität in den geldpolitischen Entscheidungen aus dem Mandat selbst abgeleitet. Wir kommen noch gleich darauf, wer diese Sichtweise vertritt. Nach einer noch weiter, also ich gehe jetzt immer weiter, was den Risikokanal, den Risikoneigungskanal angeht. Das andere Extrem ist letztlich die Sichtweise, die integrierte Sichtweise, die darauf aufbaut, dass dieser Risikoneigungskanal so bedeutsam ist, dass eine Trennung beider Politikbereiche überhaupt nicht sinnvoll erscheint. Und diese Sicht ist sicherlich die radikalste Abkehr vom Vorkrisenkonsens. Und in dieser Sichtweise soll die Geldpolitik einen intensiven, präventiven Beitrag zur Sicherung der Finanzstabilität leisten und auch eng mit der makroprudentiellen Politik verzahnt werden. Sowohl die erweiterte als auch die integrierte Sicht sehen also die Geldpolitik zumindest in einer Mitverantwortung für die Finanzstabilität und in der Tat sprechen auch gute Argumente dafür. Eine starke Rolle der Geldpolitik ist jedoch auch mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Erstens fehlt es derzeit noch an Verständnis über die Wechselwirkungen von Geldpolitik und makroprudentieller Politik, zumal schlicht noch zu wenig Erfahrungen gesammelt werden konnten mit den neuen Instrumenten, die die makroprudentielle Politik einsetzt. Zweitens verfügt die Geldpolitik mit dem Zins über ein Hauptinstrument, das nur bedingt geeignet ist, regional oder sektoral auftretenden Ungleichgewichten an den Vermögensmärkten entgegenzuwirken. Zinsänderungen beeinflussen gleich das Finanzsystem insgesamt. Sie wirken also, wenn man bei dem Bild des Instrumentenkastens bleibt, eher wie ein Vorschlaghammer, wo man vielleicht ein Skalpell einsetzen sollte. Drittens birgt eine Mitverantwortung für die Finanzstabilität Risiken für die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik, wenn sie dadurch in Zielkonflikte geraten kann, die ja Shin sehr gut beschrieben hat. Die Kommunikation geldpolitischer Entscheidungen wird dadurch noch komplexer, zumal Finanzstabilität ja bei weitem nicht so leicht zu operationalisieren ist wie Preisstabilität. Und viertens gefährdet eine Ausweitung des geldpolitischen Mandats auch die Unabhängigkeit der Notenbanken, die sie ja gerade davor bewahren soll, das Ziel der Preisstabilität aus den Augen zu verlieren. Vor diesem Hintergrund ist es eben problematisch, dass den Notenbanken immer mehr Verantwortung übertragen wird. Axel Weber, den Sie ja schon erwähnt hatten, hat einmal gesagt, die Notenbanken laufen Gefahr, zur eierlegenden Wollmilchsau der Eurozone zu werden. Sehr plastisch ausgedrückt. Meine Damen und Herren, man sagt ja, dass der Vortragende nach Möglichkeit das Thema erschöpfen sollte, aber nicht seine Zuhörer. Ich glaube, bei diesem sperrigen Thema ist mir das Letzte ganz gut gelungen. Das Thema habe ich sicherlich nicht erschöpft. Ich wollte aber, bevor dieser Erschöpfungszustand weiter zunimmt, jetzt langsam zum Ende kommen und den Versuch eines Fazits wagen. Das sind wohlgemerkt nur vorläufige Schlussfolgerungen, denn die Diskussion über die angemessene Rolle der Finanzstabilität für die Geldpolitik ist eben noch lange nicht abgeschlossen. Was man aber festhalten kann, ist Folgendes. Finanzstabilität sollte vorrangig durch makroprudentielle Politik sichergestellt werden. Die dazu notwendigen Instrumente müssen zügig entwickelt werden, ihre Wechselwirkungen mit der Geldpolitik intensiv untersucht werden. Gleichzeitig muss die Geldpolitik die Auswirkungen von finanziellen Instabilitäten oder Ungleichgewichten auf die Preisstabilität im Rahmen ihres bestehenden Mandats berücksichtigen, nämlich insoweit, wie diese wieder auf die Preisstabilität selbst zurückwirken. Und insofern bin ich wohl eher, um das in dieser Klassifikation von vorhin zu bezeichnen, ein Anhänger der erweiterten Sichtweise und habe Sympathien für den Ansatz der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Finanzstabilität sollte aber nicht zu einem gleichrangigen Ziel der Geldpolitik erklärt werden. Die
Geldpolitik sollte über den Finanzzyklus hinweg symmetrischer sein, indem sie diesen Finanzzyklus in ihren Entscheidungen berücksichtigt. Problem ist, dass diese Finanzzyklen eine ganz andere Dauer haben als unsere Konjunkturzyklen, viel länger dauern, im Mittel zwischen 8 und 30 Jahren. Also das heißt, dass sich auch der Zeithorizont der Geldpolitik vielleicht etwas anders darstellt. Und das ist ja genau die Diskussion, die BIZ derzeit führt. Anders gewendet, wenn sich die Geldpolitik ihrer Wirkung auf die Finanzstabilität und deren Rückwirkungen auf die Preisstabilität bewusst ist, wird sie in Aufschwungphasen tendenziell straffer sein, als es alleine die kurzfristige Inflationsentwicklung zu erfordern scheint. Dafür ist in Abschwungphasen etwas aggressiver, was die Lockerung der Geldpolitik angeht. Claudio Borio, der Chefökonom der BIZ, mehrfach erwähnt, sagt dazu, je mehr man sich auf eine Langfristperspektive konzentriert, desto eher ergänzen sich Preisstabilität und Finanzstabilität und widersprechen sich nicht mehr. Mit seiner Zwei-Säulen-Strategie verfügt das Eurosystem im Prinzip über einen Analyserahmen, um Finanzmarktentwicklungen auch zu berücksichtigen. Die Daten zur Geldmengen- und Kreditentwicklung liefern wertvolle Hinweise auf längerfristige Risiken, die sich aus ungleichgewichtigen Finanzmarktentwicklungen für die Preisstabilität ergeben können. Allerdings sind hier eben, wie wir in der Krise gesehen haben, auch weitere Anstrengungen nötig, um die monetäre Analyse als zuverlässiges Frühwarnsystem für längerfristige Preisrisiken aus finanziellen Ungleichgewichten nutzen zu können. Meine Damen und Herren, ich habe eingangs das Bild von Vorspeise und Hauptspeise verwendet. Um das Bild in etwas weiter zu spinnen, es wird vielleicht unappetitlich, im Magen kommt alles zusammen. Und das möchte ich jetzt auch nochmal versuchen. Die Frage, die sich stellt, wenn man Vorspeise und Nachspeise zusammen betrachtet, lautet am Ende: Wie geht denn die Geldpolitik mit den Risiken für die Finanzstabilität um, die sich von der aktuellen ultralockeren Geldpolitik, die sich aus dieser ultralockeren Geldpolitik ergeben könnten? Nach meiner Ansicht darf die Geldpolitik eben nicht mit den Schultern zucken, wenn es Anzeichen für spekulative Übertreibungen auf den Vermögensmärkten gibt. Die kräftigen und zum Teil rasanten Kurssteigerungen auf den europäischen Aktien- und Anleihenmärkten in den letzten Wochen und Monaten deuten auf einen sehr stark gestiegenen Risikoappetit hin, den wir als Notenbanken sorgsam beobachten müssen. Das andauernde Niedrigzinsumfeld könnte indes nicht nur auf den Vermögensmärkten Risiken für die Finanzstabilität bergen. Indem es die Ertragslage von Banken und Versicherungen belastet, zwar zunehmend mit der Dauer dieser Phase, steigt natürlich auch das Risiko von Finanzstabilität in genau diesem Bereich bei Banken und bei Versicherungen. Umso wichtiger ist es, dass die Finanzinstitute ihre Kapitalausstattung weiter verbessern und ihre Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellen. Jetzt komme ich zum Dessert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben sehr viel Geduld bewiesen bei diesem doch sehr schwierigen Thema. Vielen Dank.